Sich einmal wie die Meister des FC Bayern fühlen. Das und noch viel mehr bot am Samstag der Tag der offenen Tür der Stadt München. Auch die Besucher des Rathausbalkons waren schier begeistert von dieser einmaligen Gelegenheit. Erst einmal ein Riesenerlebnis. Das Rathaus ist geschichtsträchtig und allein durch die Meisterfeier der Fußballer ist einfach ein Riesenerlebnis. Das ist beeindruckend und wie gesagt, speziell ein Riesenerlebnis für mich. Das ist für mich eine Ehre. Wir sind von einem Fanclub hier zu dem Darmstadt-Spiel und haben dann zufällig erfahren, dass Tag der offenen Tür ist. Und deswegen wollten wir uns die Chance nicht entgehen lassen, einmal hier oben zu stehen, wo in 3 Wochen unsere Mannschaft stehen wird. Interessant. Es ist irgendwie ja, ein gutes Gefühl, dass man das mal sieht, wenn der FC Bayern da oben steht. Und ja, kann man stolz darauf sein, dass man selber da mal oben stehen darf. Das Besondere an der Veranstaltung ist für viele, dass sie Orte sehen, wo sie sonst nicht hinkommen. Wie in die Sitzungssäle. Außerdem bietet sich eine einmalige Gelegenheit, mit Fraktionen ins Gespräch zu kommen oder sogar mit dem Oberbürgermeister selbst. Dann kann auch schon mal nachgefragt werden, wie denn eigentlich so ein Tag als Oberbürgermeister ausschaut. Beginnt immer so zwischen 8:30 und 9:00. Dann hat man so zwischen 8 und 10 Terminen untertags. Und dann hat man meistens, fast immer, einen Abendentermin. Und das Ganze ist dann Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag hat man halt auch aufgelockert irgendwelche Termine, wie heute zum Beispiel den Tag der offenen Tür. Jetzt gehe ich dann noch irgendwie aufs Frühlingsfest, aber Duld. Überall, wo der Oberbürgermeister eigentlich erwartet wird, weil die Menschen einfach erwarten, dass die Stadt überhaupt auch unterwegs ist in dieser Stadt. Es gab viele spannende Orte für die Gäste zu entdecken. Ein kleines Highlight war der prunkvolle Saal der juristischen Bibliothek. Hier verbrachte auch der Oberbürgermeister Dieter Reiter als Student viel Zeit. Jetzt hat er allerdings einen anderen Lieblingsraum. Ja, ich bin wirklich gerne hier in meinem Büro, weil die Zeit, wo man hier verbringen kann, ist meistens sowieso ziemlich knapp bemessen. Und es gibt halt einfach viel zu tun, was man auch am Schreibtisch erledigen muss. Ansonsten sind die Sitzungssäle auch immer wieder, wenn man der Sitzungsleiter sein darf, durchaus mal amüsant. Ich kenne aus früheren Zeiten noch die Bibliothek im Rathaus, die absolut sehenswert ist. Nicht nur das Rathaus ließ die Besucher hinter seine Kulissen schauen. Auch der Marienplatz, zahlreiche Museen und Theater sowie die Feuerwachen luden die Münchner zu sich ein. In der Hauptwache 1, der ältesten Feuerwache der Stadt München, konnten die Besucher Führungen durch die Wache machen und mehr über den Alltag der Feuerwehr erfahren. Mein Part ist dann zum Beispiel, ich bin Sicherheitsbeauftragter auf der Wache. Meine Aufgabe ist es dann, über die Wache zu gehen und auch bei den Fahrzeugen zu schauen, ob es irgendwelche Sachen gibt, die, wo Sicherheitslücken sind oder halt, wo man sagt, da muss was erneuert werden, damit die Sicherheit wieder gewährleistet ist, sei es auf der Wache für den Wachbetrieb oder sei es einfach für den normalen Ablauf. Gleichzeitig bin ich auch noch bei uns auf der Wachabteilung der Koch und koche auch sehr oft, weil für das leibliche Wohl muss auch gesorgt sein. Und dann kommt halt noch das normale Einsatzgeschehen. Der Tag der offenen Tür der Stadt München findet alle 2 Jahre statt. Die nächste Möglichkeit wird somit 2019 sein. Dann werden die Pforten wieder für alle Interessierten geöffnet.